Hey Leute, herzlich willkommen zu Path of Ra. Das ist vor knapp einem Monat, ungefähr einen Monat auf Steam erschienen. Ich habe einen Key dafür bekommen, das Ganze kostet 12,49 €. Das ist auf Steam unter dem Tag Rätselplattformer gelistet. Was jetzt nicht falsch ist, aber die meisten Leute werden da was anderes drunter verstehen, weil, soweit ich das gesehen habe, steuert man den Charakter nicht selbst, sondern man hat... Ja, wie beschreibe ich das? Man hat so ein Kachelsystem und der Charakter steht da und die Kacheln sind durcheinander und da muss man die richtig anordnen, damit der Charakter zum Ausgang läuft. Gut, wir spielen das Ganze einfach mal an. Gucken mal rein. Ich habe so jetzt noch nicht gespielt. Ich habe nur kurz in die Einstellung reingeguckt. Ansonsten, ja. Wählen wir mal kurz hier Level 1 aus. Es gibt auch ein ganz nettes Intro, ein bisschen Text dazu, das alles so ein bisschen aufgrund auch, ja, der Name, ne? Es ist Ägypten. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Sieht eigentlich auch ganz hübsch aus, wie ich finde. Und wir gucken hier mal, glaube ich, ist halt die Frage, wie lange jetzt dieses Intro hier geht. Also optisch ist es halt schon so ein bisschen zweckmäßig, aber trotzdem gefällt mir so. Also ich mag die Grafik. Hat auf jeden Fall was Eigenständiges. Und das ist immer für mich sehr viel wichtiger, als irgendwie, dass Spiele super hübsch sein müssen oder so. Hauptsache, die heben sich so ein bisschen von anderen Spielen ab. Das ist für mich persönlich halt sehr viel... Was heißt sehr viel? Das ist für mich wichtiger, ich sag's mal so. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sonst so auf meinem Kanal mache. Gut, ich hatte schon den ein oder anderen Rätselplattformer. Aber generell, ich hätte mir halt auch schon wieder hier gewünscht, irgendwas mit Zufallsgenerierung. Dass man nicht jetzt hat irgendwie, ich habe jetzt über 60 Level und wenn ich die durch habe, dann weiß ich im Prinzip, wie die funktionieren. Und dann hat das halt auch gar nicht mehr wirklich so einen Wiederspielwert. Zufallsgenerierung macht fast alles besser. Wenn es vernünftig gemacht ist. Aber gerade bei solchen Spielen... Naja gut, das müsste eigentlich trotzdem gehen. Das wird sich eigentlich für die, so ein Spiel dieser Art eigentlich auch schon anbieten. Gut, wir haben das jetzt hier so. Ich kann mir hier auch Hilfe holen. So, das hier sind halt die Kacheln. Und wenn ich die jetzt darüber schiebe... Und das ist richtig... Gut, dann drücke ich hier unten auf Play und er läuft zum Ausgang. Und das war dann Level 1. Gut, jetzt haben wir hier das Ganze nochmal. Hier haben wir so eine Abgrenzung. Dann muss das mal dahin. Und dann müsste das ja jetzt auch schon passen. Ja. Eine andere Frage ist natürlich, wie das denn generell... Ich stelle mir das schon schwer vor, sowas wirklich interessant zu halten, so von den Mechaniken, weil es ist halt auch relativ simpel vom Spielprinzip. Und wie machen wir das denn jetzt? Ich würde mal sagen, du kommst dahin. Ja, das ist dann auch schon richtig. Und das sind schon die ersten paar Level. Okay. Also auf jeden Fall machen wir das mal dahin. Und dann müsste das eigentlich auch schon richtig sein. Das ist halt wirklich sehr, sehr simpel. Ach, okay, es gibt dann auch noch Schalter, die dann erst aktiviert werden müssen. Da kommen bestimmt noch ein paar andere Sachen zu. Also ich glaube nicht, dass das wird halt nicht so simpel sein. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde ja mal sagen, du kommst da so nicht dran. Das müsste dann ja so richtig sein. Oder es müsste irgendwie so ein...
so Daily Challenges geben, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas, was halt noch ein bisschen mehr Wiederspielbar oder was generell Wiederspielbarkeit hinzufügt. Das wäre halt schon echt eine nette Sache. So, das ist nicht richtig. Ist das so richtig? Ach, das zeigt dann auch an, wenn es in einem, wenn nur ein Feld richtig ist. Alles klar. Okay, der Schalter ist dazu da, um das dann hier zu öffnen, richtig? Okay, also gut, das Video werde ich ein bisschen kürzer halten, einfach weil ich jetzt hier auch nicht die ganzen Level schon, also weil ich hier nicht so viele Level zeigen möchte. Die Frage ist halt jetzt, okay, du musst sowieso erstmal darüber. Das wird halt so auch nicht richtig sein. Nee. So. Gut, und das ist im Prinzip jetzt das ganze Spielprinzip. Gut, das könnte mal dahin. Ansonsten, ich glaube, das ist jetzt schon richtig, oder? Ja. Macht er jetzt läuft er nämlich darüber, macht das hier auf und das Tor da unten auf, fällt dann da runter und läuft dann da raus. So, das könnte durchaus, das ist halt jetzt echt die Frage. So müsste das dann ja richtig sein. Nicht ganz, okay. Moment, wenn ich das jetzt mal so laufen lasse. Ach, dann fällt er da runter, ach so. Der kann da auch direkt, ach so, der kann da auch rauslaufen. Okay, gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. Dann brauchen wir da auf jeden Fall eine Wand. Dann müsste das ja jetzt so nicht richtig sein. Haha. So, genau. Gut, jetzt haben wir hier sogar zwei Schalter, aber ich würde sagen, das ist jetzt ein sehr kurzes Video, ja, aber das ist halt auch ein sehr einfaches Spielprinzip. Trotzdem ist es eine coole Idee. Ich hätte halt, also, ja gut, 12,49 €. Ich würde nicht 12,49 € dafür zahlen, wenn ich wüsste, okay, das hat so 60 Level und die sind quasi fix soweit. Wenn das irgendwie noch was hätte mit einem Zufallsmodus oder tägliche Herausforderungen oder irgendwas, was einfach mehr Wiederspielbarkeit bringt, dann wäre das absolut was für mich. Aber gut, muss halt jeder selber wissen. Ist halt die Frage, wie schnell man damit durch ist und was da noch so kommt. Aber es wird sich halt wirklich anbieten, dann noch mehr. Ja, man könnte das halt noch so gut erweitern, finde ich. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.